die fünf Tibeter, dass man der ganze Körper durchdehnt, durchtrainiert, mit ein paar eigenen Übungen noch ergänzt. Die erste ist fürs Gleichgewicht. Wir tun die Arme zur Seite und drehen uns dann langsam im Kreis und fixieren einen Punkt. Ja? Und dann schauen wir wieder hin. Und wenn man das dann langsam kann, dann kann man später dann probieren, da schneller zu werden und immer schneller, dass man... Ich kann nicht schneller. Das genau. Geht und dann machen wir langsam, werden schnell kann man nicht langsam. Und dann für uns am Schluss die Hände feste zusammendrücken gegen das Schwindelgefühl, ganz fest zusammen. Man kann auch auf den Daumen schauen, wenn man will. Die Tiefensensibilität, also einen starken Druck auf die Gelenke, das hemmt das Schwindel. Dann die nächste Übung. Wir gehen langsam nach unten auf den Boden. Erstmal ein Knie ab, ganz am Wirbel hinterher. Stellen die Zehen auf. Und dann schwimmen wir groß in die Luft, gucken nach oben und tun den Kopf nach unten und schwimmen wieder. Nach oben in die Luft, machen große Kreise, Brustmuskel aufdehnen und dann runter. Und die Gesäßmuskulatur ist angespannt. Machen wir drei Durchgänge. Mit der Zeit kann man steigern auf 5 oder 10 oder noch mehr. Als Ausgleich können wir die Zehen auflegen und machen ein kleines Päckchen. Legen uns so ein kleines Päckchen und ausruhen. Dann gehen wir wieder hoch und versuchen auf die Fersen zu sitzen. Dann wird der Oberschenkelmuskel langgezogen. Ja? Wer das schon kann, der kann sich nach hinten lehnen, ein bisschen. Jetzt spannt es noch mehr. Und wer das noch schon kann, der kann sich ablegen, nach hinten, unten. Und dann noch, wenn man will, die Arme hinter den Kopf nach oben. Dann die Füße versuchen zu strecken. Locker zu lassen. Zu strecken, locker lassen, dann spannt es immer mehr, dehnt es immer mehr. Und wir können dann, auch wenn wir so sind, eben auch versuchen, die Beine strecken, locker lassen, strecken, locker lassen, dann gibt es hier immer mehr Beweglichkeit im Oberschenkel. Das ist gerade gut bei Knieschmerzen auch. Dann gehen wir wieder raus und legen uns auf den Rücken. Dann tun wir Fingerspitzen hoch zur Decke, Kopf hoch, Zehen herziehen und Beine gestreckt, zur Decke hoch, Rücken bleibt aufgelegt und legen es langsam nach unten. Kopf wieder hoch, Finger hoch, Beine hoch und herziehen und runter. Wer noch nicht die Kraft hat, kann auch erstmal gebeugt hoch tun und dann zu strecken. Und dritte Runde. So, dann legen wir die Arme langsam rechts und links zur Seite, stellen die Füße auf und schwenken langsam die Knie nach rechts und links zur Seite. Dann heben wir den Po an und legen uns auf die linke Seite. Ziehen das linke Knie nach oben und das rechte, dass wir einen rechten Winkel haben. Und strecken das rechte Bein nach links, ziehen die Zehen her und schauen nach rechts. Und drücken die rechte Schulter auf den Boden und den rechten Fuß links auf den Boden.
drehen den Kopf weit nach rechts. Arme sind gestreckt. Dann wieder die Füße aufstellen. Langsam nach rechts und links die Knie schwenken. Popo hochheben und auf die rechte Seite legen. Knie herziehen und das im rechten Winkel nach rechts zur Seite legen. Und auch zwischen Oberschenkel und Unterschenkel ein rechter Winkel ist. Und dann den linken Fuß so weit wie es geht nach rechts strecken und die Zehen vom linken Fuß herziehen. Den Kopf nach links drehen und dann versuchen die linke Schulter fest auf den Boden zu drücken und den linken Fuß auf der rechten Seite fest nach unten drücken. Gut, dann tun wir die Knie herziehen. Fassen unter den Oberschenkeln durch und strecken und beugen die Beine und wippen dabei auf dem Rücken hin und her und versuchen dabei den Popo abzuheben. Wenn das geht, kann man durchaus auch über die gesamte Länge vom Rücken schaukeln, bis man auf die Schultern kommt. Kann ich's. Genau, das ist dann für Fortgeschrittene. Ja, ich kann es. Ja, immer so machen, wie es gut geht. Dass man sich wohlfühlt dabei noch. Ist auch anstrengend, aber nicht quälen. Soll alles gut erträglich sein. Die nächste Übung. Wir setzen uns hin auf den Langsitz. Hände links und rechts neben den Po und versuchen die Finger Richtung Füße zu drehen. Ja, und dann heben wir den Po so weit wie es geht nach oben und schauen zur Decke und gehen langsam wieder zurück und sitzen zwischen die Hände. Da dehnt es dann hier schön am Unterarm auf und manche können sich noch nicht so aufstützen. Die können dann erstmal nach hinten stützen. Dann ist der Winkel nicht so groß. Ja. Und im Laufe der Zeit dann immer weiter nach vorne kommen. Oder eventuell auch eine Faust machen und dann nach oben. Wenn es noch nicht auf der flachen Hand geht. Man kann auch alternativ einen kleinen Hocker vielleicht hinstellen. Und dann ein Po auf den Hocker, erstmal so anfangen und dann versuchen den Popo noch weiter hochzuheben. Und im Laufe der Zeit passt sich unser Körper daran an. Also drei Durchläufe hoch und runter und Kopf nach unten, aufgerichtete und dann Becken und hoch, Decke anschauen und runter nach unten schauen. Dann als Ruheposition Füße aufstellen, Hände um die Beine schlingen und den Kopf sinken lassen und entspannt durchatmen. Kommt wieder eine Dehnübung. Wir legen die Füße aneinander, schauen, dass wir einen rechten Winkel haben, so wie ein Quadrat ungefähr. Wie so ein Bierdeckel kann man sich vorstellen. Und dann mit einer Hand vorne an die Füße. Dann nach Möglichkeit vielleicht auch noch den Ellbogen nach unten.
und mit der anderen Hand an den Hinterkopf. Und langsam beim Ausatmen immer weiter runter sinken. Mit der Stirn Richtung Ferse. Und weiter runter. Und beim Ausatmen wieder weiter runter. Wenn wir dann ganz unten sind, ziehen wir uns mit den Händen nach unten und versuchen uns aufzurichten, ohne dass wir uns bewegen. Wir drücken dagegen, halten die Spannung eine Zeit, lassen locker und gehen noch weiter nach unten. Wir versuchen uns wieder aufzurichten, drücken dagegen, lassen locker, nehmen noch ein bisschen weit nach unten. Und dann versuchen wir uns nochmal aufzurichten, lassen locker und gehen noch weiter nach unten. Dann lassen wir langsam nach. Richten uns langsam wieder auf und legen uns auf den Rücken. Ja, man kann entweder erstmal so oder wir nach hinten runter sinken lassen. Dann ziehen wir das Kinn Richtung Brust und halten das Kinn da und lassen den Kopf gleichzeitig auf den Boden sinken. Als zweiten Schritt stellen wir die Beine auf, drücken die Lendenwirbelsäule zusätzlich fest auf den Boden und als dritten Schritt strecken wir die Beine und drücken die Füße fest auf den Boden. Kopf, Lendenwirbelsäule und Füße drücken feste auf den Boden. Wir lassen locker und ruhen noch ein bisschen aus. Dann rollen wir uns auf den Bauch. Gehen erst auf die Ellbogen. Die Ellbogen sind unterhalb der Schultern. Dann nach Möglichkeit die Hände rechts und links unter den Schultern und die Arme strecken. Und zur Decke schauen. Und dann die Zehen aufstellen und mit dem Po zur Decke. Dabei darauf achten, dass die Fersen auf dem Boden sind. Wenn die Fersen so noch nicht auf den Boden gehen, nach vorne laufen, bis die Füße aufgestellt sind. Dann wieder zurücklaufen oder dort bleiben, wo wir waren und langsam nach unten durchhängen lassen und zur Decke schauen. Dabei darauf achten, dass das Becken möglichst nah zum Boden kommt. So wird auch unsere Hüftbeuge gedehnt. Und wieder nach oben, den Po zur Decke. Und nach unten. Und durchhängen lassen. Die Übung ist auch gut für die Bandscheiben, denn durch die Bewegung wird die Flüssigkeit in die Bandscheiben hineingepresst und herausgepresst. Und die Bandscheiben werden gut ernährt. Lassen wir uns langsam auf den Boden sinken und legen uns auf den Boden. Eine Seite ist gestreckt und wir
ziehen das, die rechte Seite ist gestreckt und wir ziehen das linke Knie nach außen. Wenn das schon in dem rechten Winkel, dann strecken wir so weit wie möglich das linke Bein und dehnen die Adduktoren. Zusätzlich führen wir den Oberarm an den Körper und haben einen rechten Winkel, sodass der Unterarm parallel zum Bein liegt. Dann versuchen wir, die linke Schulter Richtung Boden zu drücken und heben den Kopf und drehen den Kopf nach rechts. Jetzt drücken wir den Kopf, die Hand und den Fuß feste in den Boden. Lassen langsam den Druck nach. Und heben den Kopf, versuchen noch weiter nach rechts zu drehen und die linke Schulter weiter in den Boden zu drücken. Und halten den Druck an. Lassen locker und versuchen wieder noch weiter das gestreckte Bein Richtung Boden. Die Schulter, die linke Schulter weiter nach unten und den Kopf weiter nach rechts zu drehen. Noch einen dritten Durchgang. Linkes Bein in den Boden drücken, linke Hand in den Boden drücken und Kopf in den Boden drücken. Wir lassen locker. Und drehen noch ein bisschen weiter den Kopf, gehen noch weiter mit der linken Schulter Richtung Boden und noch weiter mit dem gestreckten Bein Richtung Boden. Dann beugen wir langsam das linke Bein, drehen den Kopf langsam nach rechts. Und machen das Ganze auf die andere Seite. Linkes Bein und linker Arm ist jetzt gestreckt. Wir schauen erstmal nach rechts, um die Position einzunehmen. Ziehen das rechte Knie nach außen in den rechten Winkel. Schieben es noch weiter nach außen. Heben es an. Strecken das Bein. Lassen es sinken. Führen den Oberarm neben den Oberkörper und den Unterarm parallel zum gestreckten Bein. Kopf abheben, nach links drehen den Kopf und feste mit der Schulter nach unten drücken. Dann drücken wir feste mit Fuß, Hand und Kopf in den Boden. Halten den Druck und lassen locker und schieben das rechte Bein weiter nach außen, die rechte Schulter weiter in den Boden. Den Kopf weiter nach links. Dehnen so weiter. Bleiben so liegen. Und drücken nochmal. Rechter Fuß, rechte Hand und Kopf feste in den Boden. Lassen locker und schieben nochmal das rechte Bein nach außen, die rechte Schulter und drehen den Kopf noch ein bisschen weiter nach links.
und drücke nochmal feste rechter Fuß, rechte Hand, rechte Schulter, Kopf. Und lassen locker und schauen nach rechts, winkeln den rechten Arm an, ziehen das rechte Knie locker nach außen und machen noch ein bisschen Pause. Dann strecken wir das rechte Bein, den rechten Arm hinten hoch, drehen den Kopf nach links, beugen den linken Arm nach links, linkes Knie nach links außen und machen weiter Pause. Dann stehen wir wieder auf. Wir legen die Ellbogen rechts und links unter die Schulter. Krabbeln auf den Ellbogen nach hinten. Richten uns auf. Bei Möglichkeit nehmen wir noch einen Stuhl. Oder stellen erstmal das Bein auf. Dann entweder weit vor auf den Stuhl oder auf dem Knie aufspitzen und nach oben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaut auch gerne auf meiner Facebook-Seite und auch auf der Liebscher- und Bach-Seite gibt es noch viele, viele gute Übungen, speziell für verschiedene Schmerzzustände. Euer Ergotherapeut und Schmerzspezialist Stefan Schirr aus Geislingen an der Steige, Bebelstraße 98.